Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 21. Januar 2019. Ab nächstem Monat erscheint monatlich mein Newsletter und das könnt ihr ab sofort abonnieren. Dieser Abo ist kostenlos, fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Ihr habt auch Vorteile, weil jeden Monat bekommt ihr andere Angebote. Meine E-Mail-Adresse ist newsletter@denderasusannamedici.com. Es gibt noch ein wichtiges Thema, was ich auch ansprechen möchte, und das ist die Kommunikation zwischen Mann und Frau. Nach meiner Beobachtung nach ist es häufig die Ursache zu Missverständnissen, was auch zum Trennung führen kann. Diesbezüglich habe ich eine Legung, auch mit astrologischen Symbolen, und das erscheint täglich. Und diese Legung heißt, was will er sagen? Und diese allgemeine Legung erscheint in meinem anderen Kanal und das heißt Meisterin des Kartenlegens. Und die Legung heißt, was will er sagen? Kommunikation zwischen Mann und Frau. Und wir schauen noch an, worüber will er gerade nicht reden. Und somit bekommen wir ein Feingefühl, das zum Verbessern die Kommunikation zwischen Mann und Frau. Heute, 21. Januar 2019, ist ein totale Mondfinsternis. Was bedeutet ein Mondfinsternis? Ich erkläre erstmal astronomisch. Es gibt zwei Mondknoten. Südliche Mondknoten und nördlichen Mondknoten. Das ist ein Schnittpunkt bzw. zwei Schnittpunkte im Himmel. Und das bedeutet, die Mondumlaufbahn kreuzt die Ekliptik einmal von Süden nach Norden und einmal von Norden nach Süden. Und dieser Schnittpunkt, das ist diese Mondknoten. Und wenn ein Vollmond hier auf diesem Mondknoten befindet, dann haben wir Finsternis. Wie beschreiben die Inder diese Geschehen? Weil das hat eine große Bedeutung. Das möchte ich erzählen aus der indischen Mythologie. Bei der Schöpfung entsteht ein großer Milchozean. Und dieser Milchozean, ganz unten war ein Nektar. Nektar der Unsterblichkeit. Aber dieser Nektar zum Gewinnen, dieser Nektar heißt auch Soma, dieser Nektar zu gewinnen, müsste man diese Milch natürlich ausschöpfen von diesem Ozean. Das könnten die Götter alleine nicht. Also es war die Notwendigkeit, dass die Dämonen und die Götter da zusammentun. Und gemeinsam haben wir diesen Nektar gewonnen. Die große Frage war, wer trinkt als Erste von diesem Nektar der Unsterblichkeit, hat auch Macht. Und da waren die Götter und Dämonen nicht ganz einig. Vishnu, der Himmelgott, dachte, ich lenke die Dämonen ab. Vishnu, so ähnlich wie in griechischer Mythologie Zeus, der Himmelsgott, Vishnu verkleidete als schöne Frau, Name Mohini, und verführte die Dämonen.
und dachten die Götter, nun, jetzt stört niemand, jetzt können wir von diesem Soma, von diesem Nektar trinken. Das würde bedeuten, dass die Götter herrschen, die waren die Ersten. Aber es gab Rahu. Rahu war die mächtigste Dämonenfürst. Und Rahu hat es durchgeschaut. Rahu dachte, oh Vishnu, was du kannst, kann ich auch. Und Rahu verkleidete sich als Gott und mischte sich bei Götter ein. Sonne und Mond, die beiden Lichter, die haben das gesehen. Oh, sie sind sofort zu Vishnu, haben sie informiert und haben gesagt, oh, wir müssen vorsichtig sein. Rahu hat unter uns, hat sich eingemischt, will diesen Nektar als erstes haben. Und Vishnu kam zurück zum Götter, hat sich beeilt. Und genau in diesem Moment, wo Rahu einen Schluck von diesem Nektar gekostet hat, aber noch nicht runtergeschluckt hat, in dem Moment schleuderte Vishnu etwas und damit schneidete den Kopf von Rahu ab. Und seitdem ist dieser Dämon getrennt von Körper. Der Drachenkopf ist Rahu und der andere Teil ist Ketu. Und das zeigt unsere Schattenseite. Und gerade in ein Finsternis kommt diese Schattenseite wieder hoch. Das bedeutet nicht, dass wir böse sind, sondern wir machen auch Fehler. Schattenseite kann auch bedeuten unserem Ängste oder unserem Schuldgefühl. Und das kommt alles gerade hoch und unsere Aufgabe ist, diese Schattenseite verlassen. Und damit bewusst zu sein, dass unsere Seele ein Teil von der göttlichen Schöpfung ist. Und dann gewinnen wir diese Unsterblichkeit. Und ein Mondfinsternis bedeutet, dass Rahu schluckt die Sonne und Mond. Natürlich hat Rahu ein Wut auf Sonne und Mond, weil sie haben das aufgedeckt, dass er die Götter ausgetricksen wollte. Und so ist die Geschichte. Und zum Nachdenken. Wo liegen gerade unsere Schattenseiten? In diesem Bild erscheint hier Ganesha. Ganesha unterstützt uns immer bei Neuanfang, auch wenn ein Tag beginnt. Und Ganesha ist die Hüter der Astrologie. Und die vier Elemente, Feuerelement, Erdeelement, Luftelement und Wasserelement. Zum Feuerelement gehört die Tierkreiszeichen Widder und es ist beweglich. Dann folgt die Tierkreiszeichen Löwe, folgt in Gruppe Feuerelement und das ist fest. Löwe möchte etwas festhalten, befestigen. Und die Schütze kennt beide Seiten, zeigt eine gewisse Dualität. In Erdeelement ist die bewegliche, die Tierkreiszeichen Steinbock. Und dann folgt Stier. Das ist das festhaltende Prinzip. Und Dualität zeigt die Tierkreiszeichen Jungfrau. Im Luftelement ist Waage, die bewegliche. Wassermann ist das festhaltende. Und Dualität zeigt die Zwillinge. In Wasserelement kommt erst Krebs, das ist das Bewegliche, dann folgt Skorpion und die Tierkreiszeichen Fischen zeigen die Dualität. Sonne befindet sich
im Tierkreiszeichen Steinbock. Ketu, die absteigende Mondknoten, ist auch im Steinbock. Weil dieser Vollmond ist in diesem karmischen Knoten. Also Syraya ist im Steinbock und die absteigende Mondknoten Ketu ist auch im Steinbock. Und bei einem Mondfinsternis heißt, dass dieser Rahu, da kommen wir noch drauf, dass Rahu verschluckt den Mond. Und Rahu befindet sich im Krebs. Und Mond natürlich auch. Heute ist Vollmond, das heißt Sonne und Mond liegen gegenüber. Das ist dann Vollmond. Mond hat kein eigenes Licht. Mond empfängt die Licht von der Sonne. Und wenn die beiden Lichter, Sonne und Mond, gegenüber sind, dann ist es Vollmond. Sonne, Syraya, ist im Steinbock und Soma, Mond, ist im Krebs. Soma ist nicht nur dieser Nektar, sondern wird auch Mond bezeichnet. Und hier ist die Mondknoten und das löst gerade diese Mondfinsternis aus. Agni ist der Feuergott. Und das steht mit Mars in Verbindung. Mars oder Agni, dieser Feuergott, ist im Tierkreiszeichen Fischen. Merkur ist im Tierkreiszeichen Steinbock, befindet sich auch in die Nähe von diesem Mondknoten Ketu, dieser absteigende Mondknoten. Und das ist das Körper ohne Kopf. Vishnu hat den Kopf abgeschnitten. Die Sanskrit-Name für Merkur ist Buddha, wird aber mit ein D geschrieben. Ich habe dafür kein Bild. Ich habe Buddha genommen. Hier in diesem Bild ist mit 2D geschrieben und das zeigt schon die Erleuchtung. Aber ich meine mit diesem Bild Buddha, Merkur. Jupiter zeigt die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. Und das bedeutet, alles, was wir in Ursache setzen, kehrt immer auf uns selbst zurück. Wenn nicht diesem Leben, dann im nächsten Leben. Und das ist die göttliche Gerechtigkeit. Aber Jupiter zeigt nicht nur diese Gerechtigkeit, sondern öffnet den Augen auch auf die Ungerechtigkeiten. Jupiter vergrößert immer etwas, ist auch der größte Planet in unserem Sonnensystem und schenkt uns Optimismus, Chancen, Möglichkeiten im Leben. Jupiter steht mit Indra in Verbindung und befindet sich im Tierkreiszeichen Skorpion. Und dann folgt Venus, weil wir gehen an die Reihenfolge. Sonne steht zum Sonntag. Mond steht für Montag, Mars steht für Dienstag, Merkur steht für Mittwoch, Jupiter steht für Donnerstag, Venus steht für Freitag, Saturn für Samstag. Das sind die Wochentage. Also folgt, so wie die Wochentage folgen, Venus. Und Venus ist nichts anderes als Lakshmi. Und Lakshmi befindet sich auch in Tierkreiszeichen Skorpion. Saturn. Ich könnte Saturn mit Brahma in Verbindung setzen oder mit Skanda. Und so wird in indischer Mythologie oft in Bildern dargestellt. Saturn befindet sich
im Tierkreiszeichen Schütze. Und ich zeige noch Vishnu, weil gerade bei diesem Mondfinsternis spielt Vishnu eine wichtige Rolle. Vishnu, der Himmelsgott, weil Vishnu trennte den Kopf von Körper bei diesem Dämon Rahu. Und damit hat Vishnu verhindert, dass die Dämonen die Nektar stehlen. Also das war dieser Vishnu, der Himmelsgott. Und damit endet sich die persönlichen Planeten. Und sie haben einen großen Einfluss auf unseren Alltag. Wenn wir betrachten die Elemente, Feuerelement, Erdeelement, Luftelement, Wasserelement, dann erkennen wir sofort, es fehlt etwas hier als Ausgleich bei Wasserelement. Und damit wir die inneren Balance finden, die inneren Gleichgewicht, dann sollen wir auf die Luftelement achten. Und das heißt, in die Leichtigkeit bleiben, etwas mit Humor nehmen, dann Gedanken machen, aber mit Leichtigkeit unseren Ideen verwirklichen, miteinander reden, aber mit Humor, mit Leichtigkeit. Luftelement befreit auch von vielen, was uns bedrückt. Endlich aufatmen. Oder eine Atemübung kann auch uns helfen, heute die inneren Ruhe, die inneren Gleichgewicht verspüren. Uranus befindet sich im Tierkreiszeichen Widder, Neptun im Tierkreiszeichen Wassermann, nach dieser indischen Berechnung, und Pluto befindet sich im Schütze. So ist die Verteilung. Natürlich, die Neptun-Energie kann auch unterstützend sein, in Leichtigkeit zu bleiben. Und das zeigt die Kreativität, Inspiration, die Träume, die Visionen zum Leben. Heute ist diese Mondfinsternis und das ist auch sichtbar, auch im deutschsprachigen Raum. Und wie verläuft das alles? Eintritt des Mondes in den Kernschatten wird sein um 4:34 Uhr. Mitte des Finsternis ist 6:12 Uhr. Ende der Totalität ist 6:44 Uhr. Austritt des Mondes aus dem Kernschatten ist 7:51 Uhr. Austritt des Mondes aus dem Halbschatten ist 8:50 Uhr. Und die Beobachtung dieser Mondfinsternis, Berlin 8:16 Uhr, Dresden 8:08 Uhr, Hamburg 8:35 Uhr, Köln 8:36 Uhr, Leipzig 8:15 Uhr, München 8:05 Uhr, Nürnberg 8:12 Uhr, Stuttgart 8:18 Uhr, Wien 7:46 Uhr, Zürich 8:15 Uhr. Und die Verbindungen zwischen Sonne, Mond und die Planeten, Mars und Venus, stehen in wunderbare Verbindung. Das ist eine schöne Liebesenergie. Wenn Mars und Venus sich begegnen, dann handelt es sich immer um die Liebe. Und da ist jetzt Harmonie. Agni im Fischen, Lakshmi im Skorpion, ich könnte sagen Mars im Fischen, Venus im Skorpion, beide Wasserelemente, und das hat auch mit Gefühlen was zu tun, und die stehen in Harmonie. Und Mond im Krebs, auch im Wasserelement, also da kommt auch eine Unterstützung von Mondenergie.
Mars steht auf eine gute Verbindung zum Neptun. Mars, Neptun stehen auf eine gute Verbindung, weil das sind die benachbarten Tierkreiszeichen, Wassermann und Fischen. Und das ist die Nähe, die kann sogar bedeuten, dass von der Nachbarschaft Unterstützung kommt. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo. Thema ist Kindheit und das innere Kind. Warum ist es so wichtig, dieses Thema ansprechen? Weil Kindheit, Kindheitserinnerungen haben wir alle. Und es begleitet uns bis zu unserem Lebensende, beeinflusst unserem Leben, unserem Gedanken und unserem Gefühlen. Und hat einen Einfluss auf unsere berufliche Zukunft, aber nicht nur dort, sondern beeinflusst unsere Beziehungen, weil oft wiederholt sich die gleiche Muster, nicht nur bei uns, sondern bei unserem Partner oder bei Männern, bei der Partnerin. Also das sind oft dieselbe Muster, was wir erlebt haben in Kindheit. Wir ziehen so ähnlichen Partner an, was der Vaterbild ist oder die männerähnlichen Partnerin, wie die Mutterbild ist. Und das sollte man auch klären, jeder mit sich selbst klären. Und dass wir mehr Verständnis haben, warum oder verstehen wir, warum ist diese Beziehung so, wie das ist, warum läuft es nicht rund, woran liegt die Hund begraben, oft ist es die Kindheit. Und darüber habe ich ein Klärungsvideo gemacht. Ich veröffentliche diese Klärungsvideo nicht. Wenn ihr Interesse daran habt, wirklich ernsthafte Interesse, dann bekommt ihr die Link dazu. Diese Klärungsvideo ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Schreibt mir ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen nichts zu tun. Diese Klärungsvideo ist kostenlos. Dann bekommt ihr den Link dazu, dann schaut euch an, was sagt euch das aus. Und dann bin ich sicher, ihr habt mehr Verständnis an euren Partner oder klärt sich vieles auf. Warum ist die Beziehung so und erkennt ihr die Muster von der Kindheit, entweder an euren Kindheit oder die Kindheit von euren Partner oder Partnerin. Ich bedanke mich voraus für die Interesse und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.